Ja, Herr Schulze-Pahls, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bauern und Bäuerinnen-Kollegen, sage ich an dieser Stelle mal, weil die werden ja noch eine ganz wichtige Rolle auch in dieser Veranstaltung spielen. Welche Rahmenbedingungen? Das ist ein ganz, ganz weites Thema und das ist so komplex, dass das natürlich mit einem Satz gar nicht zu beantworten ist. Vielleicht so viel, was wichtig wäre und dies auf allen politischen Ebenen, auf der europäischen, der nationalen, bis hin zu den Ebenen wirklich vor Ort in dem Gespräch mit Umweltverbänden und mit den unteren Naturschutzbehörden. Das, was Grundvoraussetzung, glaube ich, sein sollte und sein muss, ist, dass wir so ein gegenseitiges Zugeständnis brauchen. Die Notwendigkeit von Biodiversitätsschutz, Natur- und Umweltschutzmaßnahmen auf Seite der Landwirtschaft. Und dass die Bereitschaft dazu da ist, werden wir von anderen Akteuren, nämlich von meinen Kollegen, nachher noch hier an vielen Beispielen hören. Aber auf der anderen Seite auch, dass in einem wirtschaftlichen System ein Gewinnstreben, wie es eben auch bei Ihnen gesagt worden ist, Herr Dr. Merck, auch für bäuerliche Betriebe gilt ein Gewinnstreben und das ist ja so ein verpönter Begriff, Profitstreben, also eine Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, dass die gegeben sein muss. Und wenn wir von diesem Grundkonsens gegenseitig auf allen Ebenen ausgehen, wäre schon viel gewonnen. Weil wir Landwirte sehen uns in der Nachhaltigkeit verpflichtet, ökologisch, ökonomisch und sozial. Und hierin ist auch das Ziel, der Biodiversität wiederzufinden. Gestern hatte bereits ein wertvoller Austausch mit den Landwirten über die praktische Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität stattgefunden. Einen ersten kurzen Eindruck hatten wir und nachher werden wir noch Beispiele von meinen Kollegen aus ganz Deutschland hier vorgestellt bekommen. Der DBPV stellt in mehreren Naturschutzprojekten fest, dass die Bereitschaft der Bauern, der Landwirte zur Umsetzung praxistauglicher Maßnahmen zum Schutz der Natur groß ist und weiter wächst. Das DBPV-Projekt Lebendige Agrarlandschaften ist es angesprochen worden mit den Teilprojekten an der Mosel im Rheinland und in Westfalen, ebenso wie das Projekt Franz mit der Michael-Otto-Stiftung für Umweltschutz mit 10 Demonstrationsbetrieben im Naturschutz verdeutlichen die Bereitschaft der Landwirte an kooperativen Lösungen im Naturschutz. Viel weitere Initiativen und Projekte belegen, dass mehr Förderung der Biodiversität und erfolgreicher Naturschutz gelingen können. Meist fehlt es bei diesen Maßnahmen nicht am guten Willen der Bauern. Landwirte oder Bauern müssen aber auf Augenhöhe eingebunden werden. Die Maßnahmen müssen in die Betriebsabläufe passen, wirtschaftlich tragfähig sein und Hemmnisse müssen ausgeräumt werden. Nachhaltig eben. Also rigides Kontrollsystem der EU und mangelnde Flexibilität sind heute ein Haupthindernis für mehr Natur- und Artenschutz in der Agrarlandschaft. Das Rad der Agrarpolitik muss dabei nicht neu erfunden werden, sondern wir müssen Hemmnisse abbauen und Maßnahmen, wenn Sie so wollen, auf die Straße bringen. Beispiel: Bei Greening-Streifen besteht viel Gemeinsamkeit zwischen Landwirtschaft und Umweltverbänden und die Umsetzung scheitert, und wir werden noch anschauliche Beispiele dazu hören, an der Kontrollierbarkeit oder an der Anlastung oder an der Angst vor Anlastungen. Teilweise haben Ämter, und das habe ich persönlich erfahren, die Anlage von Greening-Streifen abgeraten mit der Begründung, das ist nicht kontrollierbar, es ist zu fehleranfällig und muss auch von uns, so die Behörden, dann wieder entsprechend kontrolliert werden. Und bei einer Umstellung eines Systems bedarf dieses oder bedeutet das ein zusätzlicher Arbeitsaufwand auch der Behörden. Das hat dazu geführt, dass vor Greening-Maßnahmen tatsächlich, das ist unvorstellbar, abgeraten worden ist. Erforderlich ist ein motivierendes Klima sowie Rahmenbedingungen in EU, Bund und Ländern, die die Aktivitäten der Landwirte für die Biodiversität nicht mit Bürokratie und Kontrollen lahmlegt. Wir brauchen, wenn Sie so wollen, einen Neustart im Kontrollwesen.
wenn wir anspruchsvolle Agrarumwelt- und Greening-Maßnahmen umsetzen wollen. Die Nulltoleranz bei Größenangaben und fehlende Flexibilität müssen überwunden und die Kontrolle stärker am Ergebnis für die Umwelt ausgerichtet werden. Ebenso darf der kooperative Natur- und Artenschutz nicht durch immer mehr ordnungsrechtlichen Schutz gefährdet werden. Der strenge Artenschutz und die Ausweisung von Schutzgebieten stoßen schnell auf Widerstände bei Nutzern und Grundeigentümern. Die Zukunft der Biodiversität ist sicherlich nicht erfolgreich auf ordnungsrechtlichem Weg. Dieser führt eher in die Sackgasse. Erfolgversprechend sind vielmehr die gezielten Umsetzungen des Greenings, die Weiterentwicklung von Agrarumweltmaßnahmen und die Erprobung von Ausschreibungen im Naturschutz. Hier sollten wir durchaus neue Wege beschreiten und auch Ansätze des unternehmerischen Naturschutzes ermöglichen. Dazu drei Ansatzpunkte. Erstens, die Möglichkeit der Digitalisierung, auch bei der Kontrolle, müssen ausgeschöpft werden, um Vorortkontrollen zu reduzieren und das Kontrollsystem generell zu vereinfachen. Der DBV ist Kooperationspartner bei einem Projekt des ZALFs bei der Entwicklung einer Naturschutz-App, um anspruchsvolle Maßnahmen und teilspezifischen Naturschutz digital zu dokumentieren und die Kontrolle vereinfachen zu können. Zweitens, erfolgreicher Naturschutz funktioniert nicht ohne Beratung der Betriebe. Hier gibt es in vielen Regionen noch einen Nachholbedarf. Wir als der Berufsstand wollen die vorhandenen Beratungsaktivitäten in den Ländern noch stärker unterstützen, indem auch Landwirte mit Erfahrung, und die sitzen heute hier bei uns im Raum, die im Naturschutz tätig sind, als Türöffner für diesen Bereich tätig werden. Wir sind auch offen für Erprobungen von ergebnisorientierten Agrarumweltmaßnahmen als Ergänzung zu den bisherigen nur handlungsorientierten Maßnahmen. Die Zukunft der Agrarpolitik ist auch eine Frage des Geldes. Aus landwirtschaftlicher Sicht darf bei den verschiedenen Forderungen zur vollständigen Umschichtung der ersten Säule deren Einkommenswirkung nicht hin und runter fallen. Die Direktzahlungen sind nach wie vor ein tragender Einkommensbestandteil für einen Großteil unserer bäuerlichen Betriebe. Bisher kann mit Natur- und Artenschutz kein Geld verdient werden. Umweltleistungen der Landwirte müssen aber ein mögliches Geschäftsfeld werden. Ein reiner Nachhaltigkeits- und Kostenausgleich reicht dabei nicht. Der DBV setzt sich für eine moderate Weiterentwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik und des Greenings ein. Wie wir die vorhandenen Instrumente optimiert umsetzen können, sollte Ziel des Austausches sein. Ziel ist es, den Beitrag zur Biodiversität, und darum geht es hier heute im Besonderen, in den Agrarlandschaften letztendlich zu steigern. Unser Ziel ist es, die Erkenntnisse aus dem Franz-Projekt, welches mit intensiver wissenschaftlicher Begleitung durchgeführt wird, in die Breite zu tragen und hierbei auch alle vorhandenen Netzwerke von Verbänden, Unternehmen und Institutionen mit einzubeziehen. Und in dieser Arbeit sind wir mit dieser Veranstaltung mittendrin. Der aktive Einbezug der meiner Kollegen, Bäuerinnen und Bauern, die hier im Raum sind und nachher ihr Ergebnis. Und das war wirklich ein nachdrückliches und ein tolles Erlebnis gestern, die Dynamik, die Lebhaftigkeit, die Lebendigkeit, mit der Vorschläge diskutiert werden. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick davon bekommen und wir werden nachher die Ergebnisse dann auch noch erfahren. Bitte nutzen Sie auch die Anwesenheit der Praktiker, wenn man so will, also der Bauern und Bäuerinnen, die hier sind, auch in den Pausen, um mit Ihnen die Problematik und Ihre Sorgen und Nöte und Ziele besprechen zu können. In diesem Sinne wünsche ich uns eine gute Veranstaltung und auch gute Gespräche am Rande der Veranstaltung. Herzlichen Dank.